Die Bauforum 24 TV Barmer Specials werden präsentiert von Zeppelin. Ihr Erfolg, unsere Leidenschaft. Themen Specials. Abbruchspezialist Husqvarna stellte auf der Bauma 2010 seine Abbruchroboter im Einsatz vor. Jan Osenberg von Husqvarna erklärte Technik und Einsatzgebiete der Geräte. Da haben wir zum ersten unseren DXR 140, das neueste Mitglied unserer Abbruchroboterklasse. Der kleinste Roboter hat ein Gesamtgewicht von 960 Kilo und ist dahingehend einzigartig in der Klasse, dass er seinen Turm 360 Grad endlos schwenken kann. Das mittlere Gerät ist der DXR 250, sehr kompakt, hat einen 22 Kilowatt Motor, optional einen 18 Kilowatt Motor, eine Spurweite von 280 mm und eine Reichweite trotz der Kompaktheit immer noch von 4,5 Metern. Und unseren großen Bruder, den DXR 310, der ein Gesamtgewicht von 1,9 Tonnen hat. Wir können hier einmal Abbruchhämmer montieren. Als zweite Möglichkeit haben wir noch Hydraulikzangen und eben Schaufeln, um den Abtransport des Schüttgutes zu gewährleisten. Ja, alle drei Roboter werden über eine Funkfernbedienung ferngesteuert. Sie können sowohl während des Arbeitens als auch nach den Arbeiten auf ihrem Display die Service ablehnen. Sie können alle Parameter abnehmen. Sie werden über Fehlermeldungen informiert, sodass Sie jederzeit über den Zustand und den bedienbaren Funktionen informiert werden. Bei diesen Abbruchrobotern sehr wichtig, wir befinden uns hier in gefährlichen Situationen oftmals. Betonteile können abstürzen. Die Räume sind oftmals sehr beengt. Das heißt, wir können uns hier in eine sichere Entfernung von dem Roboter und von dem Gefahrenbereich entfernen. Die Bauforum 24 TV Barmer Specials werden präsentiert von Zeppelin. Ihr Erfolg, unsere Leidenschaft. Rund um die Uhr auf Sendung. www.bauforum24.tv